So, und willkommen hier zurück im Kindergarten bei Haus Flipper. Wir müssen jetzt noch diesen Raum hier eben fertig möblieren. Regal, Kall, wie auch immer. Was brauchen wir? Regal, Kall heißt das tatsächlich. Okay. Weiß ist langweilig. Gelb passt nicht zu dem Pink, obwohl das bei Kindern ja eigentlich egal ist. Wir nehmen Birke hier. Weiß ist noch nicht mal Weiß, Birke. Okay. Bisschen gemasert wird es wahrscheinlich sein. Jetzt kaufen. Die stellen wir mal hier hin. Ich hoffe, die sind damit zufrieden. Noch eins. Doppelte Kommode. Okay, nur ein Regal. Doppelte. Doppelte Kommode mal. Sicher. Auch so eine helle Farbe. Da haben wir keine Weiß, haben wir da gut. Passt. Wenn man noch wüsste, was alles dran kommt, könnte man das ein bisschen Buffet. Buffet mal in Weiß. Jetzt kaufen. Können wir doch daneben stellen, oder? Haben wir eine schöne Abladefläche. Zweimal Kindertisch Mami oder was? Kindertisch Mam tatsächlich. Blau ist schön, aber Pink ist cooler. Passt auch besser zu den... Und die Mone geht auch. Och, wir können ja zwei holen. Machen wir einen dahin. Und ein in Pink. Achtmal Kinderstuhl. Okay. Kinderstuhl. Dann nehmen wir vier in Rosenblüte. Upp. Eins, zwei. Upp dich. Nee, nicht da drauf stellen. Drei. 4 und 4 in grün. 1 komm schon. 2 3 und 4 viermal Aufbewahrungskiste. Bewahrungskiste. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Nehmen wir zwei pinke. Für die Mädels können wir die reinstellen. Ja. Hätte jetzt nicht gedacht. Wie? Ich dachte 4. Computertisch. Computertisch, wofür auch immer. Das ist Buche. Das passt hier nicht wirklich. Bau. Das sieht eher aus wie Schwarz anstatt Stahl. Okay, machen wir hier. Das ist wahrscheinlich eventuell für die Erzieherin. Das sieht aber komisch aus. Viermal Teppich, grüne Blumen. Das wird das sein. Kaufe viele. Dann machen wir hier einen hin. Wenn sie ein bisschen überlappen, ne? Zwei. Drei. Zweimal Aufbewahrungskiste, also doch. Warum hatte die dann übersprungen? Dann sollte es noch... Ach komm, gibt es zwei himmelblaue.
So, halt packen wir hier oben mal hin, alles ein bisschen. Willst du nicht hin? Da. Zack. Zack. Schaumbox für Kinderbrücke. Mhm. Was auch immer das ist. Schaumbox für Kinderbrücke. Ach, sowas. Jetzt kaufen. Die stellen wir mal hier hin. Zweimal noch. Jetzt will ich nur in der Farbe. Und die übereinander stapeln, ja. Das ist vielleicht nicht das Richtige. Was gibt es denn noch? Schaumbox. Schaumbox für Kinder. Ach so, eine. Ja, können wir. Nur eine dahin. Ist sie nur in Blau? Grüner Klotz. Das ganze kleine Spielzeug. Roter Klotz Dreieck. Roter Klotz Dreieck. Was ist ja kein Geld. Klotzbrücke. Klotzgrüne Pyramide. mehr von kaufen können, ne? Zweimal Hase. Hase. Na komm, da kaufen wir jetzt zwei pinke. Und hier auf den Stuhl setzen. Der sitzt auf dem da. Teddybär. Und dann sind wir fertig. Teddybär. Jetzt kaufen. Legen wir da oben drauf. Dann sind wir hier fertig. So, aber wir räumen hier noch ein bisschen auf. Das Lautsprecher, ne? Ja, wird wahrscheinlich hier noch geliefert oder so. Keine Ahnung, ich stelle hier mal drauf. Ja, drunter stellen. Ne? Ja, genau. Steht es nicht im Weg. Zack. So. Alles aufgeräumt. Hier stand, ach, die Lampe haben wir verkauft. Machen wir hier die Tür zu. Sind wir hier fertig. So. War wirklich alles fertig hier? Alles abgehakt. Hier haben wir, glaube ich, auch alles abgehakt. Hier können wir noch verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Irgendwo hatten wir doch noch. Oh ja, hier. BTF. Frühlingsgras. Ja, wir streichen den nur in Frühlingsgras. Mann, Mann, Mann. Ich dachte, ich müsste nur noch einen Raum möblieren. Frühlingsgras. Wisst ihr was? Da mache ich an dieser Stelle, glaube ich, einen Cut, sonst wird das echt eng. Ich streiche eben die Räume. Bin gleich wieder da. So. Der Raum ist gestrichen. Alles verkauft, was hier nur ging. Ja, das geht alles nicht zu verkaufen. Das müssen wir irgendwie noch einsortieren. Wir sollen jetzt eine Schreibtafel kaufen. Gut. Machen wir doch glatt. Schreibtafel. Jetzt kaufen. Eine nur wahrscheinlich, hoffe ich. Ja. Packen wir da hin. Zweimal Kindertisch Mamm. Kindertisch Mamm. Einmal in Blau. Einmal in Pink. Dann wieder Kinderstühle. Okay, sind zwei Gruppen hier. Kinderstühle.
Stuhl. Hier in Blau. Und 4 in Pink. Zack. 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 Und zack. Zweimal schmaler Vorhang zum Einbauen. Das ist bestimmt fürs Fenster, oder? Schmaler Vorhang zum Einbauen, genau. Dann nehmen wir, da haben wir so ein Grün, ein dunkles Grün. Ach ja, komm. Oder ein Rot. Rot sieht ein bisschen zu kräftig aus. Dieses hier sieht gut aus. Jetzt kaufen. Und nochmal kaufen. Müssen wir natürlich noch montieren. Gut. Flup. Ja, doch, kann man ruhig machen so. Montieren. Flup aufgehangen. Hier mal teppichgrüne Blumen. So, kaufe viele. Legen wir einmal hier hin, einmal längs hier, dann natürlich hier im Spielbereich irgendwo hin. Doppelte Kommode, oh, das wird aber eng. Doppelte Kommode mal. Immer ruhig die. So, die stellen wir dann nämlich hier hin. Neben der Tür und können wir die Bücher da drauflegen. So, Bücherregal. Bücherregal. Dann nehmen wir mal so eine helle Farbe. Das können wir hier vorne drunter stellen. Wenn ich hier irgendwie hinkomme, unter die Tafel und Becher packen wir mal hier drauf. Stehen ja alle im Weg. Haben wir vorne noch so eine Box? Können wir die irgendwie rein vielleicht? Ja. Können wir noch ein bisschen aufräumen hier. Moment. Ja, von mir aus auch dahin. Da ist noch eine Box, aber die stellen wir jetzt hier vorne hin. Hier ist noch ein Foto von der Katze. Kindergartenmaskottchen vielleicht. So, hier ist noch eine Box. Stellen wir auch da drauf. Und hier ist noch so eine Kiste. Passt doch hier bestimmt noch irgendwo rein, ne? Genau. Gegenstand anbringen, Ball. Ball. Jetzt kaufen. Oh, so ein kleiner Ball. Box mit Deckel. Box mit Deckel. Nehmen wir ruhig so eine bunte Box. Die können wir hier bei den Mädels auf den Tisch stellen. Achso, drei Stück insgesamt. Okay. Da ist wahrscheinlich Spielzeug drin. So, dann wäre hier noch eine blaue für die Jungs. Da kaufen wir zwei von. Zack, zack. Esel. Edel. Schau hier auf den Boden. Zack. Und das Kaninchen, das kennen wir ja schon, glaube ich, ne?
Kaninchen. So. Jawohl. Auftrag zu 100% beendet. Ich bin begeistert. Das war jetzt alles andere als hübsch, aber... Genau, wir haben überall noch unseren Klumperklatsch, glaube ich, rumstehen. Hatten wir hier noch Farbe? Nein. Wollen ja nicht, dass die Kinder hier irgendwo mit der Farbe rumspielen oder sich an den Fliesen verletzen. Da geht es noch auf Toilette, da ist auch nichts mehr, hoffe ich. Dann können wir quasi Schlüsselübergabe machen. Sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Haben wir gut hingekriegt. Hier können wir auch noch Licht anmachen. Ja. Ist halt ein kleiner Kindergarten. Ne? Nur verstehe ich nicht. Hier sollen ja 8 Kinder rein. Und da 8 Kinder in den anderen Raum hier. 2 Gruppen. Und hier haben wir aber nur 8 Dinger. Okay, jeder hat einer so eine Box. Hier eine Jacke. Ja, passt. Gut, Leute. Ich würde sagen... Ihr schließt den Auftrag ab, kassiert noch die Kohle. Ja, möchte ich wirklich zu Ende führen. Und wir haben 111.000. Ja, müssen wir mal sehen, was wir mit der Kohle machen. Ob wir noch einen Auftrag annehmen oder uns vielleicht ein Hütchen zum Renovieren kaufen. Und dann ist die auch noch die Frage, was für ein Hütchen. Okay, aber genug gelabert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.